Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem brandneuen Video hier auf diesem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, lange habe ich es angekündigt, eigentlich auch schon in der einen ETS-2-Folge. Und zwar, dass ich ein extra Video mache, wo ich meine Einstellungen plus meine Mod-Liste zeige. Entschuldigt für die Verspätung, das hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Da ich doch selber noch was anpassen wollte. Und das ist mir auch gelungen. Und es sind auch viele, viele weitere Mods hinzugekommen. Deswegen habe ich doch noch mal ein bisschen gewartet mit dem Video. Aber bevor ich euch die ganzen Mods zeige, werde ich euch erstmal meine Einstellungen zeigen. Das Video hat ein Kapitel, einmal Einstellungen, dann die Mods. Wenn es um die Modliste geht, die ist mittlerweile sehr, sehr lang geworden. Aber ich möchte euch vorher gerne noch was zeigen. Bitte beachtet einfach nicht, wo ich stehe. Aber ich habe in der letzten Folge gezeigt, Kühler. Ist das jetzt der Motorradfahrer jetzt hier oder? Nee. Und zwar funktioniert der Kühler. Hört ihr das? Das ist der Kühler-Mod. Der funktioniert nämlich endlich. Ich hatte den irgendwie in der falschen Reihenfolge gehabt in der Mod-Liste. Habe ich gar nicht richtig drauf beachtet. Also diese Mod funktioniert auf jeden Fall mit eigenem Auflieger. Und das hört man von innen auch sehr sympathisch. Nicht wundern, wo ich hier stehe. Ignoriert das einfach am besten. Ne Harry, ne Cookie. Und das werdet ihr sowieso spätestens ab Folge 8 sehen, wo wir uns hier befinden. Auf jeden Fall funktioniert das Ganze sympathisch. So, ja, dann kommen wir zu meinen Einstellungen. Da würde ich komplett erstmal was auf Steam zeigen, was ich eingestellt habe. Das ist so eine Einstellung, die kann ich jedem empfehlen. Für diejenigen, die jetzt sagen, das möchte ich gerne überspringen und ich möchte sofort ins Hauptmenü kommen. Und zwar habe ich eine Einstellung drin, dass man quasi den Euro Truck Simulator 2 startet, aber man bekommt kein Intro. Man landet sofort im Hauptmenü und bekommt nicht das Intro abgespielt und muss nicht extra immer die Escape-Taste drücken, bis das Intro endlich vorbei ist. Das Ganze kann man abschalten. Das habe ich auch schon eine ganze Weile drin. Und euch zeige ich jetzt mal, wie man das Ganze ausschaltet. Ihr geht auf Steam, dann geht ihr hier auf Euro Truck Simulator 2. Dann macht ihr Rechtsklick und geht auf Eigenschaften. Dann habt ihr hier unten so einen Text. So eine Texteingabe. Hier steht, fortgeschrittene Nutzer können ihre Startoption anpassen. Da gebt ihr einfach folgenden Befehl ein. Quasi minus no intro. Ja, wenn ihr das eingeben tut und dann den Euro Truck Simulator 2 startet, dann bekommt ihr kein Intro mehr. Ne? Und das war's eigentlich schon. Ne? Mehr müsst ihr nicht machen. Einfach nur Bindestrich oder minus no intro und dann funktioniert das Ganze. Natürlich gibt es auch noch viele weitere Befehle, die man als Startoption eingeben kann für den Euro Truck Simulator 2. Ich habe jetzt aber keine sympathischen gefunden. Von daher fahre ich das mit dem No Intro am besten. Und man ist halt, wie gesagt, sofort im Hauptmenü und braucht nicht dieses Intro sehen. Apropos Hauptmenü, ich freue mich schon auf 1.52. Ne, 1.51 so rum. Da kommt der neues Hauptmenü-Design und das sieht schon ziemlich schnuckelig aus. Und Ja, kommen wir nun zu meinen Einstellungen. Ich zeige euch heute mal meine kompletten Einstellungen. Außer vom Lenkrad und hast du nicht gesehen, das brauchen wir jetzt hier nicht zeigen. Oder Tastenknöpfe. Ich zeige euch einfach meine Einstellung bei Grafik und Audio. Gameplay brauche ich jetzt eigentlich auch nicht so großartig zeigen. Ne, also das ist eigentlich auch komplett egal, aber ich kann es ja trotzdem einbinden. Ja, Grafikeinstellungen, natürlich Vollbildmodus, Helligkeit habe ich Standard gelassen, Auflösung 2K.
Bildwiederholungsrate 143 Hertz, quasi die Einstellung, was mein Monitor wiedergeben kann. V-Sync ist aktiviert. Passt die Bildrate an die Bildwiederholfrequenz des Monitors an, um Darstellungsfehler auf dem Bildschirm zu verhindern. Das ist auch sehr sympathisch. Und mittlerweile ist auch die Übersetzung komplett auf Deutsch. Ich glaube, in der Aufnahme, also die Folgen, die noch laufen, da sind noch einige Einstellungen mit der Beschreibung auf Englisch. Aber ich finde es super, dass jetzt alles auf Deutsch ist. Finde ich klasse. FPS-Limit habe ich aus. Habe ich nie eingestellt. Ich habe auch eigentlich, ehrlich gesagt, keine Probleme. FPS-Limit im Hintergrund 30. Was ist das überhaupt? Liegt die maximale zulässige Bitrate für das Spiel fest, wenn es in den Hintergrund minimiert wird, der wird 0 deaktiviert, die Funktion. Okay, also wirst du auch Bescheid. So, Skalierung habe ich 400%. Anti-Aliasing, Kantenglättung habe ich SMAA plus TAA. TAA-Einstellung habe ich immer scharf. TAA-Luma-Schärfung habe ich auf 1,0, also Standard. Bildschirmumgebungsokklusion habe ich auf höchste. Tiefenschärfe DOF habe ich ausgeschaltet. Liegt daran, dass ich eine Grafikmod drin habe und da ist es empfohlen, dass man diese Option auslässt. Aber dazu gleich. Sonnenstrahlen habe ich natürlich an. Farbkorrektur ist natürlich an. Reflexionsskalierung 200%. Spiegeldetails oder Spiegelung. Nee, Spiegelungsdetails auf hoch. Also eigentlich ist alles so gut wie es geht. Alles auf hoch. Also ich habe jetzt hier keine Einstellung, die irgendwo auf niedrig ist. Und ich habe wirklich flüssige FPS. Und die Grafikkarte ist bei mir wirklich am Schlafen. Denn ich habe letztens meine Fahrt getestet. Und die Grafikkarte war gerade mal bei 54 Grad. Also laut Taskmanager. Also, ne, wisst ihr Bescheid. So, dann kommen wir zu Audio. Da hat sich was bei mir ein bisschen geändert, das liegt aber auch teilweise an den Soundmods, die ich drin habe. Denn wenn ihr euch Soundmods herunterladen tut, für, sei es für einen Trailer oder sei es für einen LKW oder bestimmte Umgebungssound und hast du nicht gesehen, dann werden manchmal auch Einstellungen mitgeliefert, die man einstellen muss, damit das Ganze auch funktioniert. Weil wenn du das nicht einstellst, dann hast du halt nicht das volle Erlebnis dieser Mod. Und das sind halt meine Einstellungen hier. Ich habe hier alles bis auf Auflieger auf 100%, Verkehr auf 15%, Lautstärke Weltgeräusche auf 10%, Umgebungsverkehr 10% und Lautstärke Innen 100%, ne? Dann hier Lautstärke CB-Funk. Das habe ich ehrlich gesagt standardmäßig so gelassen. Und eigentlich habe ich hier größtenteils nur diese Einstellung hier geändert. Das werdet ihr allerdings erst ab Folge 8 oder 9 sehen, wenn ich meine Aufnahmesession wieder gestartet habe. Denn aktuell, die Folgen haben noch ein paar andere Soundeinstellungen drin. Das ist nur zur Info. Ja. Navi-Sprache ist natürlich klar, haben wir die Petra. Sie befinden sich in einer Sackgasse. Ja, es gibt auch noch die berühmte Exa. Ja. Ich sage jetzt lieber den Namen nicht komplett aus, aber das Problem ist, ich habe es nicht abonniert, weil viele haben sich beschwert, dass es viel zu leise ist. Und naja, wir fahren einen alten MAN und der ist ordentlich laut. Und wenn schon da einige schreiben, das ist viel zu leise und die fahren mit einem heutzutage mit einem Mercedes-Benz, der deutlich leiser ist, dann ist es ein bisschen schwierig, ne? So, dann habe ich noch CB-Funk, nutze ich eh nie. Rückwarnton habe ich an, Rüttelstreifen habe ich an, Geräusche bei offenem Fenster habe ich an, also sonst ist immer alles an. Ton abspielen, wenn das Spiel im Hintergrund läuft, brauche ich jetzt nicht. Audiogerät sind natürlich die Kopfhörer und und dann hört die Gameplay, ne, aber da gibt es halt keine wichtigen Infos. Außer die hier, die muss ich nochmal aktivieren wieder. Grund zeige ich euch gleich, denn da ist ja noch eine Mod dazu gekommen. Bei der Müdigkeitssimulation. Dann haben wir noch Geschwindigkeitsbegrenzung, Zeiger LKW-Geschwindigkeit, bevorzugte Auftragslänge 150%. Ich mag es, Langaufträge zu fahren. Warnung vor Geschwindigkeitsüberschreitung ist nervig, brauche ich nicht. Mitteilung für automatische Parkanzeigen brauche ich auch nicht. Routenplaner ausgeblendet lassen. Ja, habe ich sonst eigentlich immer aus. Warnanzeige für Schwergut.
an Norden fixiert. Das ist aber auch eher Standard. Navigation anzeigen überall. Kürzeste Route. Bei kürzester Route denke ich mal, wird halt die kürzeste Route nehmen. Da werden bestimmt auch viele Landstraßen dabei sein oder bescheidene Straßen. Und beste wird wahrscheinlich, ändert die Art Navigation zwischen kürzester Route, Nebenstraßen oder wähle beste für eine optimierte Straße. Ja, also beste ist wahrscheinlich die beste Straße und kürzeste, also ist eigentlich Arschlecken, Hauptsache du bist schneller am Ziel. So, Schwierigkeitsgrad Parken, habe ich natürlich Parken für Geübte drin. Ich habe eigentlich meistens immer Stellplatz zufällig. Stellplatzwahl zufällig, so rum. Aber das war doch ein bisschen zu sehr einfach, deswegen lieber Parken für Geübte. Dann zufällige Straßenereignisse 30%, Umleitungen 20%, Regenwahrscheinlichkeit 2%. Ich hasse Regen. Ich mag keinen Regen. Und je weniger Regen, desto besser. Ne? Aber Regen kommt trotzdem. So, Blockaden anzeigen mit Vorsicht deaktivieren. Wähle, ob vor nicht zugänglichen Straßen halbdurchsichtige Sperrzeichen angezeigt werden. Blockaden anzeigen. Wähle, ob vor nicht zugänglichen Straßen halbdurchsichtige Sperrzeichen angezeigt werden. Soll das etwa bedeuten, wenn ich diese Option deaktiviere, dass es kein Zeichen mehr gibt, dass man da nicht mehr langfahren darf? Also, dass die... Warte mal, das müssen wir jetzt hier mal testen. Wir haben ja Zeit. Ja? Schön, dass der Lüfter läuft. Aha! Jetzt muss hier irgendwo eine Straße geben. Nehmen wir zum Beispiel diese Straße hier. Es gibt ja immer noch Mods, wo man das ja ausblenden kann. Ne? Dafür gibt es ja auch Mods. Jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn ich das Ganze hier ausmache. Ich verstehe das einfach falsch. Wenn das noch da ist, dann habe ich es falsch verstanden. Wenn nicht, dann cool. Ne? Scheiße, wo waren das? Kannst du nicht ausdenken, ne? Oh, Leute. Blockaden hier. Das machen wir jetzt aus. Gucken mal nach, ob es noch da ist. Tatsache. Mensch. Dafür gibt es eine eigene Option. Ja, geil. Das wusste ich nicht. Also, wenn ihr das auch nicht wusstet, ne? Aber cool. Das ist natürlich... Oh, das schmeckt mir aber. Aber das Problem ist, ich persönlich würde es gerne noch anlassen. Es hat nämlich einen Hintergrund, denn es gibt nämlich geheime Straßen, die man befahren kann. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele geheime Straßen es auf der ProMods gibt. Und wenn man auf einer Straße zufährt, so eine geheime Straße, dann wird die zwar nicht im Navi angezeigt, aber du kannst halt wirklich drauf fahren und dann kommt denn das Navi an und aktualisiert quasi hat quasi die Karte, weil du halt eine neue Umgebung gefunden hast. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Deswegen würde ich das lieber aktiviert lassen, damit wir auch mal geheime Straßen entdecken, wo dann das Navi sagt, hey, neuer Ort gefunden, ich aktualisiere mal die Karte. Weil das gibt es ja nämlich auch mittlerweile, weil es werden ja nicht alle Straßen im Navi angezeigt. Ne? So, Getriebeart, echte Automatik, da werden wir auch nochmal zur Haarschaltung schalten. Dann haben wir hier LKW-Stabilität 100%, Auflieger-Stabilität 100%. Stärke der Bremsen 70%, die können wir aber ehrlich gesagt auf 80% machen, weil letztens war es schon ziemlich haarscharf. Lenkanimation natürlich 900 Grad, Federungssteifigkeit 100%, also eigentlich habe ich das hier standardmäßig gelassen. Aufsatteln für Erfahrene habe ich natürlich drin. Darstellung, Auflieger, Leitungen, eigene Auflieger und Auflieger im Verkehr. Geschwindigkeitsbegrenzer brauche ich nicht, Regensensor haben wir drinne, ja, aber unser Truck ist so alt, geht ja
Scheibenwischer nicht automatisch an. Automatischer Retarder habe ich nicht, automatische Motorbremse habe ich auch nicht. Kann ich selber mit meinen Schaltknüppel betätigen. Automatische Zündung, Motorschalter brauche ich auch nicht. Warum auch? Automatische Feststellbremse brauche ich auch nicht. Automatisch Lift. Achse senken. Senkt die Abhängigkeit vom Fahrzeuggewicht bei Bedarf automatisch die Liftachse ab. Diese Option habe ich persönlich an. Denn ich kenne mich ja nicht allzu sehr gut aus in Sachen LKW. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Regel jetzt ist, ab wie viel Tonnen man die Liftachse senken muss beim Auflieger. Und deswegen habe ich das lieber an und das soll einfach automatisch machen. Simulation des Druckluftbremssystems habe ich ebenfalls an. Realistischer Treibstoffverbrauch habe ich ebenfalls an. Da ist nur die Frage, ist der realistische Treibstoffverbrauch realistisch oder ist er unrealistisch? Da muss ich mal in Foren gucken, weil irgendwo gibt es bestimmt so ein Thema. Anti-Blockiersystem haben wir an. Wobei könnten wir eigentlich ausmachen. Hat er eigentlich der MN nicht. Zumindest der alte nicht. Antriebsschlupfregelung ist an. Tempo, intelligenter Tempomat. Dann haben wir hier Abstandsregeltempomat, habe ich deaktiviert, genauso wie das Notbremssystem. Und die Fahrspur, den Fahrspurassistenten, den habe ich ebenfalls deaktiviert, weil ich brauche solche Sicherheitssysteme nicht. Gerade nicht bei diesen alten MN. Der hat sowas nicht. Hatte sowas damals gar nicht. Zumal ich sowieso nicht der Freund bin von solchen Assistenten. Ja, das brauche ich nicht. Ist cool, dass man das simuliert, aber ich persönlich brauche das nicht. So, automatisch fernlicht, automatisch abblendlicht brauche ich auch nicht. Automatische Blinkerabschaltung. Das brauche ich zum Beispiel schon. Ja, wenn ich mit dem Lenkrad ganz nach links lenke und dann wieder zurück, dass der Blinker halt auch ausgeht. Beweglicher Kabinenzubehör ist ebenfalls aktiviert. So, Kameraeinstellung ist alles bei mir Standard, weil brauche ich nicht, ne? Was soll ich da einstellen, ne? So. Ja, ansonsten ist hier alles Standard gehalten. Also ich habe jetzt hier nichts umgeändert. Ja. Und genau. Ne? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück ins Startmenü. Und bevor wir jetzt hier mit der Modliste anfangen, möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei allen Mitgliedern bedanken, die auf diesem Kanal Kanalmitglied sind. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle Unterstützer auf diesem Kanal in der Stufe VIP, VIP Gold und VIP Diamant. Damit unterstützt ihr meinen Kanal sowas von und ich bin euch einfach unheimlich dankbar. Weil ihr unterstützt mich damit, neuen Content zu besorgen, was OMSI DLCs, Train Simulator DLCs, TSW DLCs oder was halt technikmäßig angeht, zu besorgen. Ja, weil alles, was mir an Unterstützung gibt, wird für den Kanal investiert. Nichts für privat, sondern eher wirklich für den Kanal, für neuen Content. Und da bin ich euch einfach tausendmal dankbar für diesen krassen Support. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Falls du noch kein Kanalmitglied geworden bist, ne, wie gesagt, es ist eine freiwillige Aktion. Das muss man nicht machen, man kann es machen, aber man muss es nicht. Man hat einige Vorteile, ja, wie bei VIP. Bei VIP Gold hat man den Vorteil, man kann ab VIP Gold vorab Videos schon schauen, also bevor sie öffentlich rausgehen. Und wie gesagt, das ist alles freiwillig und jeder wird dann auch hier namentlich erwähnt. Auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, bis die Erwähnung kommt, weil ich produziere halt meistens immer vor. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Nö, auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Und falls du jetzt Kanalmitglied werden solltest, dann begrüße ich dich ganz herzlich und sage herzlich willkommen und danke für deinen Support. Ja. Ach ja, und wenn man auf Mitglied klickt, da ist auch ein Video, das ist noch alt, das muss ich noch aktualisieren. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der gerne so Werbung macht. Ja, normalerweise müsste man ja viel Werbung machen, um Kanalmitglieder zu kriegen und bla bla bla, aber da
das ist nicht so meine Art und von daher, ja, ne, deswegen gibt es hier in den Videos keine extra Werbung mit, ja, werde Kanalmitgliedschaft und hast du nicht gesehen, ne, aber trotzdem vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die mich hier tatkräftig unterstützen. So, dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter mit den, ja, mit den Mods, die ich besitze. Ich muss mal schnell die Zeit aufschreiben wegen kapitelmäßig. Ja, und zwar geht es jetzt weiter mit den Mods. Ich persönlich nutze insgesamt sogar 3 Profile. Die habe ich jetzt, das letzte habe ich jetzt vor kurzem noch kopiert, damit ich privat fahren kann. Ja, weil wäre doof, wenn ich jetzt mit diesem Profil fahren würde, privat. Und ich bin statt in der Türkei jetzt auf einmal in Italien. Ja, wäre ein bisschen doof, ne? Und dann habe ich noch mehr extra Truckers MP Profil kopiert. Damit ich quasi irgendwann, wenn ich wieder Bock auf Multiplayer habe, deine Multiplayer fahre. Ja. Genau. Ja. Aber kommen wir nun zu den aktuellsten Mods-Einstellungen bzw. Mods, die ich für meinen Euro Truck Simulator 2 benutze. Aktuell habe ich 103. Ich muss mein Handy stumm. So. Aktuell habe ich insgesamt 103 Mods aktiv. Es ist eine ganze Menge hinzugekommen. Und das schauen wir uns mal komplett an im Mod Manager. Ich werde jetzt hier nicht diese Liste abgehen, weil da sind auch noch ein paar Mods dabei, die ja teilweise auch gar nicht funktionieren. Was ich sehr schade finde. Da war jetzt unter anderem... zum Beispiel diese Mod dabei von DB. Ich habe gerade den Namen vergessen. DB Creation. Ja, da habe ich ja auch die Mod, aber die funktioniert nicht, weil wenn ich die aktiviere, dann flogen mir ein paar LKWs rum und das Spiel stürzte ab. Kann vielleicht am Jessicat-Mod liegen oder an den Kartenerweiterungen. Ich weiß es nicht. Genauso wie diese Mods hier. Ansonsten gibt es da noch so eine Mod, die mir Probleme macht. Das war... Jetzt lass mich nicht lügen. Wo ist denn diese Mod? Und zwar war das... irgend so ein KI-Verkehr-Mod, die Traktoren und so reinbringt, aber anscheinend habe ich die nicht mehr drauf. Nö. Doch, hier. Das ist die. Die Real Traffic Mod. Bei Kip oder... Ja, Kip. Ja, steht zwar drauf für 1.5.0, aber da schmiert ich mir ständig das Spiel ab. Warum auch immer. Ja, eigentlich schade, aber... Ja gut, ne? Ja gut. Da kann man nichts ändern, ne? So. Ich sehe gerade... alles gut. Ich dachte gerade. So, dann würde ich sagen, scrollen wir mal ganz weit runter. Diese Liste hier ignorieren wir jetzt einfach mal hier. Ich gehe mal von unten nach oben. Früher war es ganz anders mit der Auflistung. Früher war es ja immer wichtig, dass die Pro-Mods, die Anordnung immer ganz oben sein muss. Ganz früher. Aber das ist irgendwie mittlerweile gar nicht mehr so. Das hat sich irgendwann total umgeändert. Ja, deswegen ist das jetzt bei mir so. Und das Ganze funktioniert auch. Also ihr habt jetzt auch in den nächsten Folgen, die ihr wahrscheinlich gesehen habt, keine Abstürze gesehen. Ich bin auch viel testweise gefahren
und es gab einfach keine Abstürze und es funktioniert. Und solange es funktioniert, ist ja alles tippitoppi Eierkuchen, weißt du? Gut, dann fange ich mal von unten nach oben an. Ganz unten haben wir hier natürlich die Pro-Mods. Ihr könnt euch dann natürlich auch die Reihenfolge, könnt auch das Video pausieren und die Reihenfolge so übernehmen. Also wie gesagt, bei mir funktioniert es. Ihr habt ja gesehen, es gibt keine Abstürze. Also, hier unten haben wir die Pro-Mods. The Great Steppes, also, ne? Dann haben wir Pro-Mods DLC, also allgemein Pro-Mods. Dann haben wir Pro-Mods Middle East. Dann haben wir noch die Russ-Map, die dazugekommen ist. Dann haben wir noch die Roex-Map. Die ist jetzt aktuell mit neu dazugekommen, deswegen kam noch kein Video dazu. Denn ich habe mir die Roex-Map geholt, die quasi Ukraine und Russland alles noch vervollständigen tut und hast du nicht gesehen. Die ist jetzt aktuell mit dabei und wird quasi in der Folge kommen, wo wir uns einen neuen Auftrag holen, wo wir unseren Auftrag abgegeben haben. Ja, das sieht man jetzt noch nicht, aber das wird jetzt in den nächsten Folgen irgendwann passieren. Dann habe ich hier noch Hybrid für die Full Road Connection. Ja, für Russ-Map, Pro-Map, Pro-Mods, Middle East. Dann Roex, and, also hier globale City-Namen, ja, damit die Namen wenigstens auf Englisch sind und nicht auf, glaube, Krypto, ja. Dann habe ich noch die Pro-Mods Russ-Map Connector Version drin. Ganz wichtiger Hinweis, solltet ihr irgendeinen Fehler hier bei mir in der Modliste entdecken, die falsch ist oder die sinnlos drin ist und gar nicht brauchbar ist, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich bin immer wieder gerne für Infos und Hilfe bereit. Dann würde ich das sofort umändern, weil ich bin nicht der Oberprofi, gerade nicht beim Mod-Manager. Aber wenn euch was auffällt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. So, dann haben wir hier noch die Skalhack, dieselbe, also quasi... Ja, das ist nicht abschmiert, sagen wir es jetzt mal so. Pro-Mods High Quality Background Map. Dann haben wir noch den Zoom Crash Fix. Das heißt, wenn wir jetzt in der Weltkarte sind und wir scrollen richtig rein in das Gebiet, die ganzen Städte zu sehen sind und scrollen zum Beispiel wieder raus, dann gibt es gerne immer einen Absturz aufgrund der Kartengröße und dafür gibt es den Zoom Crash Fix. Ja. Dann haben wir hier noch RSL, das ist die virtuelle Spedition, für die ich fahre. Da habe ich noch Trailer, Skinpacks drin für Krone und Wilden. Ja, das Ganze hier habe ich hier noch drin. Dann Trucksbooks, Interieur Dekors. Ja, da habt ihr noch ein paar Accessoires von Trucksbook. Dann habe ich hier meine Katzen, ne, wo Harry und Cookie sind. Mod heißt übrigens Fasels Cup Cats. Gibt es im Workshop. Dann fängt das Ganze jetzt an mit Jessie Cats. Ja, also Painted BDF Traffic Pack. Painted Truck Traffic Pack. Motorcycle Traffic Pack. Ja. Dann habe ich noch Truck Traffic Pack bei Jessie Cat. Dann Bus Traffic Pack bei Jessie Cat. Also das sind die alles, wirklich alles neueste Versionen von der Website. Man muss nur öfters mal nachgucken, ob es vielleicht nochmal eine neue Version gab wegen dem Motorradfahrer, der irgendwie lila Reifen hatte, aber na gut. Dann haben wir noch Daniels Random Events Mod. Da finden zufälligerweise bestimmte Ereignisse auf der Straße statt, wie zum Beispiel Baustelle oder Sperrungen. Fand ich sympathisch, habe ich mit reingenommen. Dann habe ich noch Company Animate Gate Part 2, 1 und Company Add-on. Quasi die ganzen Rolltore. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel zur Werkstatt fahre oder zur Spedition fahre, um die Ware abzuliefern oder um die Ware abzuholen, da ist immer vor der Einfahrt ein Zaun. Ja. Und der Zaun geht dann auf und dann wieder zu. Ja, also das sorgt dafür, dass man halt, ja, quasi so ein Tor hat oder eine Schranke hat. Weil normalerweise kannst du einfach drauf fahren, hast keine extra Schranke oder einen Zaun, der erstmal aufgehen muss. Dann ebenfalls drinne
ProMods Trailer and Company Pack ist ebenfalls hier mit drin. Dann reale Tankpreise. Ja, weil ich finde es sympathisch, dass reale Tankpreise dabei sind. Dann Google Maps Navigation Night Version ProMods Add-on. Jetzt die Frage ist, ob das so ganz funktioniert mit den anderen Karten. Werde ich ja sehen. Dann habe ich noch TJS HD GPS Mod. Das ist quasi das Navigationsgerät, was wir im MAN-Truck drin haben, was ich ganz sympathisch finde mit den ganzen Extra-Infos, wie viele Kilometer wir noch fahren müssen und hast du nicht gesehen. Dann habe ich hier ebenfalls noch ein RSL-Skin für den MAN-F 2000, ja, damit wir eine Lackierung haben. Dann habe ich noch einen Interieur-Add-on-Mod bei Volley, ja, für die ganzen Accessoires für den Truck und so. Und sympathisch, dass die Musik jetzt ausgegangen ist. Ich mag's nicht. Lass die Musik laufen. Genau. Dann haben wir noch hier was für den MANF 2000. Dann habe ich noch den Bormann LED Marker Lichtpack. Dann Heller Double Borner V3 bei Hisham GT5. Dann haben wir hier allgemein noch MRNF 2000 Kabinenaccessoire, genauso wie das Add-on MRNF 2000 Commander Grill bei Glover, sowie auch Objekte. Ja, Interieur Objekte. Dann habe ich noch eine Slot-Mod drinne. Dann den MRNF 2000 Info BDF Exclusive Chasers plus MRNF 2000 Tuning Pack, damit wir das Ganze schöner beschmücken können. Dann habe ich noch den Swap Body Carrier Chasers Pack. Alle drei komplett drin. Die wird, vorausgesetzt für den MRNF 2000. Denn da müsst ihr auch auf die Readme achten. Da werden nämlich auch einige Add-ons bzw. Mods vorausgesetzt. Ja, was habe ich noch drin? Ich habe noch den Mercedes-Benz Actros MP4 Improvement Dashboard sowie auch den New Actros, aber das sind eher Mods, die bei mir jetzt demnächst noch rausfliegen. Beziehungsweise die können wir eigentlich jetzt schon rausschmeißen, weil das nutze ich eher für mein privaten Profil. Wenn ich das, ne? Weil das nutze ich eher für meinen privaten Profil, deswegen habe ich mir auch ein privates Profil angelegt, weil privat auf dem privaten Profil fahre ich mit einem sympathischen Mercedes-Benz. Und genau. Geht's jetzt erstmal weiter. Aber es sind auf jeden Fall Mods, die ich euch sehr empfehlen kann, wenn ihr gerne Mercedes fahrt. So, dann geht's weiter mit dem Swap Body Carrier Chases Skin Pack. Das sind auch nur Lackierungen für MAN und so. Dann habe ich noch den TGX 2020 Sound Tool drin. Auch eher nur für den Standard MAN. Dann habe ich noch den MANF 2000 Evo. Ja, also das ist die, würde sagen, Standard-Mod. Dann den MAN 23.364 2001er. Den braucht man, glaube ich, dazu, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann habe ich noch das Sissels Megapack with Help Gedöns. Ja, ist so eine extra Version, nicht komplett von Sissel. Oder doch eigentlich schon. Aber irgendwie ein bisschen umgeändert, aber naja. So, dann habe ich noch Realistic Truck Physic Mod bei Franken 64. Ja. So, dann geht's weiter mit Trailers und Cargo Pack bei Jessicat. Wobei, die hätte ich eigentlich weiter unten machen können, aber das ist jetzt auch egal. Aber jetzt können wir auch gleich jetzt hier machen, Priorität verringern. So, machen wir es einfach mal auf diese schnelle Nummer hier. Machen wir das einfach unter den anderen Jessicats Dingern hin. Machen wir es einfach hier hin.
einfach mal in der Aufnahme noch mal ein paar Mods umändern, ne, man kennt's, ne? Das fiel mir nämlich gerade so ein, ne? Dass man das vielleicht mal runter machen sollte. Wie gesagt, ich bin offen für eure Meinungen. Wenn ich irgendwas Falsches drin habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin nicht der perfekte ETS 2 Mod Manager Profi. Es gibt zwar diverse Videos, wo Mods, Mod-Ordner gezeigt werden, aber jeder hat irgendwie auch immer was anderes drin. Das ist auch immer ganz schrecklich. Da kannst du auch nicht sagen, oh geil, das ist jetzt komplett richtig. Naja, auf jeden Fall waren wir jetzt hier bei dem Physik-Mod. Dann reale AI-Traffic-Sounds habe ich noch drin. Dann den Anox Container Pack. Der ist aktuell wirklich bei mir jetzt erst dazugekommen. Werdet ihr auch in der nächsten Aufnahmesession erst sehen. Das ist ein Mega-Container-Pack. Gibt es im Steam Workshop. Und da sind so viele Sachen dazugekommen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, also das ist schon ordentlich, was hier dazugekommen ist. Und das Sympathische ist, man sieht die im KI-Verkehr. Ja, das sind Trailer Skin Packs, die man auch im KI-Verkehr sieht und nicht nur selber nutzen kann. Und die ist mit dazu gekommen. Dann habe ich noch ein Icons-Mod. Ein Icons-Mod. Und zwar, das ersetzt die grünen Symbole. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Spedition anfahren oder tanken fahren, da hast du immer so ein grün schwebendes Symbol oder so. Das ersetzt das Ganze gegen solch einen Icon, als wäre da einfach nur eine, als hätte jemand nur auf der Straße jemand was hingemalt. Finde ich den ganz sympathischen Mod, ist ein bisschen realistischer, als wenn man hier irgendwelche schwebende Symbole sieht, die ist bei mir mit dazu gekommen. Und dann habe ich noch Navigon Voice Petra German. Finde ich von allen bis jetzt die beste Navigationsstimme. Vielleicht gibt es auch noch eine viel geilere. Ich müsste mal nachgucken, aber bis jetzt war das ja die beste. Weil wie gesagt, es gab ja noch Alexa und Apple und hast nicht gesehen, aber das war auch nicht so der Reißer. Und bei Alexa war das Problem. Da haben viele geschrieben, dass es viel zu leise ist. Und wenn ich schon mit meinem lauten MAN F2000 fahre, ja, dann hörst du es doch erst recht nicht, ne? So, dann haben wir noch den Refer Trailer Sound Add-on für Eurotruck Simulator 2. Das ist quasi euer Auflieger-Kühler, der dann quasi Geräusche macht, ne? Also das Kühlgerät geht quasi an, so wie es man in der Realität kennt. Bei einem Truck, der, ja, tiefgefrorene, kalte Waren bringt, sagen wir es mal so. Und da ist ja ein Kühler, damit die Ware drinne schön kalt bleibt. Und da hört man natürlich auch den Kühler-Sound. Und das hat man ja standardmäßig nicht. Und dafür gibt es nämlich eine sympathische Mod. Und dann hört man auch den Kühler auch während der Fahrt. Finde ich ganz nice. Dann habe ich noch Background Map Non-Flex plus Zoomfix. Ja, Zoomfix war automatisch mit dabei. Es gibt auch einen mit Flaggen. Ich habe natürlich ohne Flaggen genommen. Das ist quasi die Navigationskarte. Damit die Karte sympathisch aussieht. Ja, als Standard schwarz. Ja, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Dann habe ich noch den Interieur Rotate Kamera. Aber das ist eine Mod, die fliegt bei mir ebenfalls raus, denn die funktioniert halt nur bei gewissen LKWs und funktioniert nicht beim MANF 2000. Ist aber eine Mod, die ich euch auch empfehlen kann, weil die funktioniert bei meinem Mercedes-Benz und ich kann schön auf die andere Beifahrerseite gehen. Finde ich ganz sympathisch, kann ich euch also auch mit empfehlen. Ebenfalls mit am Start und auch damals sehr sympathisch gewesen, den Soundfixes, ja, Pack Version 2.24.3.0. Für die aktuelle ETS 2 Version. Dann ebenfalls frisch dazugekommen in der letzten Zeit ist der neue Mod von Jens Bütto. Und zwar der neue Lenkzeit-Mod. Einige hatten es ja schon in den Kommentaren geschrieben mit, es gibt eine Lenkzeit-Mod. Finde ich sehr sympathisch. Deswegen habe ich auch die Müdigkeitssimulation wieder angestellt. Ich habe mir auch das Video von German Truck Driver angeschaut.
German Truck TV, German TV, German Truck. Oh Mann, immer vergesse ich im Video die Namen. Es ist immer furchtbar. Ja, ich hoffe, ihr wisst, wen ich meine. Habe ich mir auf jeden Fall die Mod angeschaut. Ich fand sie sehr sympathisch, also habe ich sie mit reingenommen. Sprich, du fährst Ingame-Zeit immer 4,5 Stunden. Und dann fängt er an, müde zu werden. Ne? Statt nach 11 Stunden. Er wird dann nach 4,5 Stunden schon müde. Da musst du auf den Rasthof anfahren und dann machst du halt deinen Schlaf. Allerdings schläfst du nicht 9 Stunden, sondern 45 Minuten. Und das finde ich sympathisch. Das simuliert quasi, eigentlich so wie beim richtigen LKW-Fahrer, dass er halt 4,5 Stunden fahren muss und dann halt 45 Minuten Pause hat. Ja, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit von SCS, dass man so eine Art, richtige Fahrerkarte einbaut, wo man die Pausenzeiten einhalten muss, ohne dass man vollgegähnt wird, weil das ist ja gerade Fahrerkarte mit Pauseneinheiten, das ist ja auch noch so ein Ding. Ob das reinkommt, weiß ich nicht, aber mal gucken. So, dann habe ich hier ebenfalls eine Mod True Miro for ETS 1.48. Nicht irritieren lassen, hier steht 1.48, das liegt einfach daran, hier braucht es kein Update anscheinend, denn diese Mod ist kompatibel mit 1.4.5. Ja, also da stand hier auch irgendwo drauf, meine ich. Habe ich auch gelesen, dass die Mod funktioniert. Ja, man sieht auch in den letzten Tagen die Kommentare, die Mod funktioniert, weil es gibt auch viele Mods. Die sind zwar für ältere ETS 2 Versionen, sollte man sich aber nicht irritieren lassen, weil da sind halt wirklich Mods dabei, die funktionieren trotzdem noch. Die funktioniert auch bei meinem Mercedes-Benz, fliegt allerdings auch aus dieser Modliste raus, es tut mir leid, weil ich nutze sie halt für meinen Mercedes und die Mod funktioniert und es gibt auch keine Probleme und deswegen kann ich sie euch auch empfehlen, wenn ihr mit einem Benz fahren solltet oder allgemein mit einem Truck, die ist ja für alle Trucks, diese Kameramod, sagen wir es mal so, und kann ich euch empfehlen. Ja, warum ich jetzt diese Mods hier alle drin hatte, kann ich auch noch erklären. Ich habe mein Mercedes-Benz ausprobiert auf mein Hauptprofil, bevor ich meinen privaten Profil kopiert habe. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber auch egal. Und deswegen wollte ich noch schnell testen und das hat auch alles funktioniert. Ich habe nur vergessen, die Mods wieder rauszunehmen. Aber dann sind da wenigstens noch ein paar Mods, die ich so privat nutze. Ne? Ja, dann geht es weiter mit Wetter, Sound und Effekt Mods. Das ist von ZAF oder ZAF. Ne? Die ganzen Mods wie Windtiere und Trailer-Effekts oder Master Reverb Mod. Ne? Also Master Reverb Effekt Mod. Ne? Das habe ich noch drin. Ja, kommen wir nun zu den Grafikmods. Da hat sich auch noch einiges getan. Ich hatte vorher eine andere drin. Die kann ich euch ja mal schnell zeigen. Kategorie Grafik. Nicht Physik, Grafik, und zwar hatte ich vorher den Realistic Brutal Graphics and Weather Mod drin. Den habe ich rausgenommen, weil ich fand das, was ich jetzt habe, viel sympathischer, ist Geschmackssache. Und ich habe jetzt nun den JBX Graphic 3 Mod drin, in der Version 2.4, mit der richtigen Auflistung, hoffe ich mal. Plus den PNG-Mod, ne? Projekt Next Gen Photorealistic Experience für Wetter, Vegetation und irgendwie noch für Gras. Ja, ist aber Pay-Mod, muss man auch sagen. Es gibt einige Pay-Mods. Ja, ich schaue mir sogar vorher Videos an. Und wie gesagt, es ist einfach Pay-Mod. Ja, dann haben wir hier noch dieses PNG-Add-on Gras Density Mod drinne Gedöns. Ja, also, ja, das ist ebenfalls mit dabei gewesen. Stand jetzt zwar nicht drauf, in welcher Reihenfolge das muss, aber ich habe es einfach ganz oben gemacht und es funktioniert. Genau. Das auf jeden Fall
zu meinen ganzen Mods, die ich hier benutze, auf meinem Profil. Und somit sind es 96 Mods offiziell. Entschuldigt, dass ich da nochmal ein bisschen umgeändert habe. Ich nehme es mir einfach nicht übel. Das sind auf jeden Fall die Mods, die ich persönlich verwende. Jetzt wird er wieder rummeckern. Ja, das weiß ich. Weil jetzt einige Mods wieder fehlen. Ja. Fortfahren. Denn ich wollte euch nochmal die Karte zeigen. Und es ist noch eine weitere Mod dabei. Die kam bei den PNG-Mod mit dazu. Projekt Next Generation oder Projekt Next Gen dazu. Und zwar ist es eine Reshade-Mod. Ja. Damit das Ganze noch sympathischer und geiler aussieht, weißt du. Da ist jetzt nämlich noch Reshade mit dazu. Und ja, man kann mich jetzt auch als Grafikhure bezeichnen, was weiß ich, ist mir auch real. Ich persönlich finde die Grafik einfach geil, so wie sie jetzt gerade ist. Und bin zufrieden damit. Ob ihr es machen wollt oder nicht, das ist wie gesagt Geschmackssache. Ihr müsst selber entscheiden, ob ihr es wollt. Ja, weil jeder soll das machen, was er will und für richtig hält. Er zeigt mir jetzt auch an, weil ich jetzt nichts angeschlossen habe. Aber gut, deswegen habe ich jetzt hier auch noch den quasi Reshade-Mod drin für den Eurotruck Simulator 2. Habe ich Performance-Boosten? Habe ich Performance-Probleme? Nein, habe ich nicht. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell zur Weltkarte und zeige ich euch mal die Mod. Jetzt wisst ihr, wo ich bin. die Mod mit den also Flaggen. Ich habe quasi das ohne Flaggen genommen. Aber ich fand das halt so sympathisch. Kann man auch eigentlich nicht weiter rauszoomen? Naja, auf jeden Fall hätte ich jetzt keinen Zoom-Crash-Fix drin. Dann würde längst ETS 2 abschmieren. Schnellreise? Nee. Ich habe gedacht, man könnte ein bisschen weiter raus scrollen, aber nö, kann man nicht. Schade. Naja, vielleicht gibt es irgendeine Mod, wo man mehr rauszoomen kann. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist das hier die Kartenmod, die ich vorhin erwähnt hatte, weil ich es einfach sympathisch finde, dass es hier dann halt so bunt ist und dann halt draufsteht und so, ja. Und dann haben wir hier halt noch die Roex-Karte, die hier quasi Ukraine vervollständigt, dann hier halt noch Russland mit dazu und hast du nicht gesehen. Und das ist schon ordentlich, was wir hier haben, ne? Das ist schon ordentlich. Und natürlich haben wir auch unseren Trailer-Mod, der dafür sorgt, dass die ganzen Repaints dabei sind. Kann man das hier einstellen? Speziell nur für Container. Oh Gott, das ist ein Schwertransport, Vieh, Innenlader. Nee, Flachbettauflieger. Nee, Silo, Container. Hier. Hier zum Beispiel. Ja, also durch diesen Container-Mod hier oder hier zum Beispiel habt ihr halt die ganzen Lackierungen mit dabei. Und das finde ich einfach sympathisch. Und die fahren auch als KI-Fahrzeuge rum. Von daher kann ich das wirklich nur empfehlen. Meine Meinung nach. Und wenn ihr dieses Geräusch gerade hört, das ist gerade unser Kühler, der gerade angesprungen ist und macht das Ganze schön ja, kühl, ne? Damit die Ladung nicht, ne? Ihr wisst schon. Ja, KI-Verkehr ist hier gerade nicht, weil wir gerade gespawnt sind. Es dauert auch ein Weilchen, da hinten fahren sie da rum, ne? Also es ist schon sympathisch, ne? Ja, gut. Ich denke mal, ich habe jetzt mal genug geredet. Und ja, heute Abend, also das Video wird, denke ich mal, an einem Nachmittag heute rauskommen, am Donnerstagnachmittag. Heute Abend ab 18 Uhr, denke ich mal, gibt es dann eine neue Folge Steven auf Achse im Euro Truck Simulator 2 ab 18 Uhr, wo wir dann quasi unterwegs sind.
Ich weiß, das Format hat jetzt nicht so viele Aufrufe wie sonst OMSI, Train Simulator oder Train Sim World, aber wie gesagt, das ist mir persönlich sowas von egal. Ja. Das Format wird einfach weiterlaufen. Egal, ob es am Ende nur noch 20 Aufrufe sind. Ja, bei mir macht das Projekt Spaß und mich freut es, dass es Leute gibt, die das auch anschauen. Ja. Auch wenn es nur einer guckt. Es freut mich einfach. Ne? So, liebe Leute, dann würde ich sagen, war's das von den Einstellungen, von den Mods, die ich hier für meinen Euro Truck Simulator 2 benutze. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wie gesagt, falls ihr Verbesserungswünsche habt, falls ihr irgendwas im Mod Manager entdeckt habt, was von mir aus ein Fehler ist, weil es in der falschen Reihenfolge ist oder weil die Mod unbrauchbar ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, falls ihr irgendeinen Fehler entdeckt habt, weil wie gesagt, ich bin hier kein Profi in Sachen Mod Manager, überhaupt nicht. Aber falls euch was aufgefallen ist, würde ich mich sehr über euren Feedback freuen. Das auf jeden Fall. Genau, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch, wünsche euch allen noch einen fantastischen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Euro Truck Simulator 2 oder halt bei einem anderen Format. In diesem Sinne, macht's gut, euer Twinomsi TV und vielen Dank nochmal an alle Kanalunterstützer. Tschüss! You're my lover. I've been way too long. Honestly, baby.